So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Electrocraft. Ja, wie in der letzten Folge sind wir von der Höhlentour zurückgekommen. Ich bin heilfroh, dass wir auch wieder das Haus wiedergefunden haben. Das erste, was ich jetzt mache, ist ein neuer Waypoint. Denn unser ist verloren gegangen. At home. Okay. Aus. Back. Exit Menü. So. Und ja, das erste, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden uns eine neue Truhe machen. Das ist ganz klar. Wir werden uns eine neue Truhe machen. Das erste, was wir jetzt aber dafür machen müssen, ist erst einen Slot freikriegen. So, und dann machen wir eine Kiste nur für Erze. Dass die ganzen Erze und Roherze kommen da alle rein. Das heißt, die wird jetzt schon mal ziemlich voll werden. Das kommt nämlich alles da rein. Alles, was dazu gehört. Die ist nämlich jetzt schon voll. So, das wird sich aber noch stacken. Ein paar Sachen werden sich stacken. Das bleibt da draußen. Zack. Du bleibst da drin. Wie viel Zeug werden wir nur haben, ne? Das ist einfach unglaublich. So, das kommt auch noch da raus. Und das da. Und da versuchen wir so viel wie möglich da reinzukriegen. So, nächste Truhe. So, wenn wir das dann gemacht haben, dann werde ich eigentlich auch schnell einen neuen Weg finden, wie wir das da unten mit dem Generatoren sowas alles machen, denn es wird einfach nicht funktionieren. Diese Motoren, die bringen einfach gar nichts. Aber zuvor holzen wir noch mal ein paar Bäume ab, denn wir haben, ich mache erstmal mal hier das da und wir machen das da. Das, sonst ist es kein Minecraft. So, ach nee, wir müssen ja von unten abbauen. Da ist ja Dings drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Mod heißt. Scheiße, vergessen. Egal. So, nächster Baum ist dran. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie die Mod nochmal heißt. Könnt ihr am besten mal machen. Schreibt es mir am besten in die Kommentare, weil ich habe es nämlich wirklich vergessen. Das ist ziemlich peinlich. Aber ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. So, nächster Baum ist abgebaut. Dann kommt jetzt der nächste. Die sehen aber alle so ziemlich cool aus, diese Bäume, ne? Muss ich echt sagen. So, unsere Axt ist gleich auch kaputt. Ich mache mal eine Karte an. So. Ich würde jetzt eigentlich gerne pflanzen noch diesen Baum da ein. Dann würde ich eigentlich auch noch mal gerne auf unsere Galaxy-Karte gucken. Also, Options. Controls. Galaxy-Karte. Setzen wir mal auf die 6. 6. Nee, 6. Das ist die. Das ist unser Sonnensystem. Ist eigentlich noch viel größer. Aber zum Beispiel hier ist die Erde. Da oben ist natürlich die Sonne zu sehen. Da ist die Erde und da sieht man auch noch den Mond. Das ist ziemlich geil gemacht. Das ist von Galacticraft. Da sieht man auch hier so. Das ist die Overerde, das hier ist der Moon, also der Mond. Und dann noch den anderen Planeten Mars. Den müssen wir erstmal finden, der ist da irgendwo. Da ist der Mars. So, du bist ja ein kleiner Fatzke, Mars. Das ist der Mars. Da fliegen wir als letztes hin. Aber ich will ja erstmal jetzt gar nicht Galacticraft machen. Das haben wir ja schon letztes Mal gemacht. Obwohl es die Videos gar nicht mehr gibt, weil ich sie auf privat gestellt habe. Egal. Also, geht's weiter. Hiermit. Dann setzen wir jetzt mal die Hälfte von diesen Holz da in Holzbretter. Und dann können wir nämlich weiterarbeiten.
Denn wir haben einiges zu tun. Wir müssen jetzt eigentlich erstmal, da habe ich Holzkohle rausgemacht. Graphitbarren. Was kann man damit machen? Reaktorhülse. Ach, da kann man Reaktoren mitmachen. Was interessiert uns eigentlich gar nicht? Nur Kohle verschwindet. Mist. Kommt das mal da rein. So, dann. Haben wir noch ein bisschen Holz drin. Dann werden wir jetzt ein wenig brennen, wie zum Beispiel Eisen. Eisen haben wir fast gar nichts mehr. Ein Stack. So. Oder wir benutzen unseren elektrischen Ofen. Das geht natürlich auch. Mal gucken, wie weit der ist. Der ist leer. Ja! Es klappt! Wir haben einen Fisch schon. Nur die Energie fehlt. So, da könnten wir jetzt eigentlich das da reinhauen. Es wird aber nicht viel bringen. So, jetzt, wenn das nämlich ist, dann werden wir uns jetzt um die Energie kümmern. Denn ich habe es endgültig leid, einen Fisch pro 100 Jahre zu kriegen. Das ist ja nicht das Richtige. Wir machen jetzt uns Dynamos. Dynamos, die hier. Da will ich jetzt, wollte ich eigentlich schon mit früher anfangen. Wir machen diesen hier, den Dampfdynamo. Wir haben nämlich noch keinen und die sind eigentlich auch ziemlich billig herzustellen. Ich bin eigentlich ein Fan von denen, weil die so cool sind. So, das können wir rein. Also, wir brauchen nicht mehr, nicht mal viele Sachen. Haben wir Silberbarren? Haben wir Silberbarren? Wo ist denn überhaupt Silber? Da ist Silber. Wird das jetzt mal in den Ofen geschmissen. Da brauchen wir nämlich ein bisschen von. Dann brauchen wir Kupferräder. Die gehen eigentlich ziemlich einfach. Da brauchen wir jetzt erstmal viel Eisen und Kupfer. So, zwei Stück. Das heißt, zack, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Dann haben wir die zwei. Dann brauchen wir generell drei Kupfer. Haben wir. Dann brauchen wir insgesamt zwei Redstone. Redstone, zwei Stück. Und dann, also hier brauchen wir halt sogar noch einen mehr. Drei Stück. Und dann brauchen wir halt einen Silberbarren. Und fertig ist dann gleich auch schon der Dynamo. Hat nicht mal eine halbe Minute oder maximal eine Minute gedauert. So. Jetzt ist er eigentlich schon fertig. Wir brauchen nur das dazu machen. Jetzt habe ich wirklich vergessen, wie der funktioniert. Wir machen einfach das hier. Vielleicht klappt das ja. Ja, es klappt. Perfekt. So, jetzt haben wir ein Dynamo. Das ist aber nicht das Gelbe vom Ei. Denn wir brauchen jetzt. Okay, das hört sich jetzt nicht schwul angehört. Nee, Spaß. Wir brauchen jetzt nämlich Pumpen. Pumpe. Diese da. Die brauchen wir. Die ist eigentlich auch ziemlich einfach herzustellen. Brauchen wir einen Minenbohrer für. Also alles, was wir leicht herstellen können. Dazu brauchen wir jetzt erstmal noch mal ein bisschen Eisen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal noch mal eine Eisenspitzhacke. Dann brauchen wir ein wenig Redstone. Das da, das kennen wir schon. Wir machen das hier. Machen Stein drumrum. Machen das da. Kommt das in die Mitte. Und dann, ich glaube, wir brauchen ein Steinzahnrad, ne? Noch ein Eisenzahnrad brauchen wir. Und dann kommt das Eisen drumrum. So, Eisenraum. Jetzt schaue ich nochmal nach unserem Eisen, das da unten brät. Oder backt. Oder wie ihr wollt. Zwei Stück sind rausgekommen, hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Die Fische lege ich dann mal zurück. Weil das wird nämlich bald unsere neue Essensquelle sein.
So, dann werde ich den Raum dort noch nochmal ausbauen. In der Zeit haben wir Villas. Ja, haben wir. Nehmen wir 8 Stück. So, dann machen wir uns davon einen Tank. So, dann brauchen wir eigentlich nichts mehr. Ein Redstone und 6 Eisen haben wir genau. Und dann noch ein Eisen übrig. Das heißt, ich werde jetzt nochmal Eisen in den Ofen hauen. So, da und. Nee, andersrum. Da und da. Und dann fangen wir an zu craften. Da Redstone, die Eisenspitzhacke und das restliche Eisen. Dann haben wir einen Minenbohrer. Damit machen wir nochmal einen Tank und dann haben wir eine Pumpe. Ja, und diese Pumpe werden wir in unseren kleinen See oder, glaube ich, unten auch noch einbauen. Und dazu brauchen wir nämlich. Ich bin nämlich schon ziemlich informiert, das habe ich nämlich oft gebaut. Eine Wasserleitung. Ein Wasserrohr. Dieses Wasserrohr ist eigentlich ziemlich einfach herzustellen. Wir machen das aus Pflasterstein. Steinernes, Sandstein, Gold. Verteilerwasserrohr. Hölzerne. Pflasterstein. Das ist ziemlich einfach. Wir haben hier noch ein paar Dichtungen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Rohre da unten übrig. Wir haben sogar hier noch ein paar. Das passt ja perfekt. Ich werde aber trotzdem noch mal zur Sicherheit ein paar machen. Das heißt, das da wird noch mal. Wir machen noch mal das da. Und dann kommt das da rein. Denn wir brauchen nämlich noch ein bisschen Glas zu Ersatz. Denn das kostet mich viel Glas. Also, wo ist denn unser Pflasterstein? Da ist unser Pflasterstein. Wir machen insgesamt 3 Stück. Oder so. Dann das und das zusammen. Haben wir dann ein paar Wasserrohre. Das müssen wir jetzt eigentlich jetzt nochmal öfter machen. Dazu gehen wir jetzt in die Wüste. Oder auch nicht. Wir hören jetzt mit der Aufnahme am besten auf. Denn es wird nämlich auch Nacht. Wir haben viel geschafft in dieser Aufnahme. Wir haben einen Fisch bekommen. Wir haben eine Pumpe, ein paar Wasserrohre, ein bisschen Holz, Ausrüstung, neue Kiste und sogar noch ein Dampfdynamo. Eigentlich ziemlich geil die Aufnahme. Und dann, ja, verabschiede ich mich von hier. Und dann würde ich mich über ein Like freuen, über eine Bewertung von euch. Vielleicht noch sogar über ein Abo, wenn ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!